Als SUV der Meere lässt sich diese Yacht durchaus bezeichnen. Der 24 Meter lange Explorer soll seine Besitzer auf lange Entdeckungsfahrt begleiten. Und das in edlem Ambiente. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 13 Knoten, fast 25 Stundenkilometern, ist der Koloss aus Stahl und Aluminium eher für gemütliche Touren gedacht. Dank großer Dieseltanks sind für die Explorer auch lange Strecken kein Problem. Erst nach etwa 10.000 Kilometern sollte der Kapitän spätestens wieder einen Hafen anlaufen. Das reicht selbst für transatlantische Fahrten. Die Antriebstechnik hat sich bewährt, sonst würden neuere Kreuzfahrtschiffe wie zum Beispiel die Europa 2 heute nicht wieder mit solchen Antrieben gebaut werden. Und wir haben eben durch diese Antriebstechnik den Riesenvorteil, dass wir den Raum, den es in der Yacht gibt, noch optimaler nutzen können, dadurch auch noch effektiver eben den Platz zur Verfügung haben und dass wir eben extrem verbrauchsarm auch uns mit dem Schiff bewegen können. Drei effiziente Aggregate, die dank moderner Technik besonders leise und vibrationsarm sind. So lässt sich das Leben auf und unter Deck noch mehr genießen. Etwa im bordeigenen Beachclub mit angeschlossener Sauna. Auf das Heißluftbad müssen die Besitzer der Princess 30M verzichten. Stattdessen werden sie auf der 30 Meter langen Luxusjacht mit einem Jacuzzi entschädigt. Und selbst wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, sorgen Fensterfronten für viel Licht im Inneren der Yacht. A lot of light. Viel Licht und eine hohe Lebensqualität. Wir haben in der Vergangenheit drei andere Boote dieser Reihe gebaut, aber sie hier ist etwas ganz Besonderes. Sie hat helle Innenräume, die qualitativ besonders hochwertig sind. Und auch sonst muss der Eigner für 9 Millionen Euro auf nahezu nichts verzichten. Eine voll ausgestattete Küche gehört ebenso zur Serienausstattung wie eine große Eignersuite und vier Gästekabinen. Je nach Ausstattung schafft die Prinzessin bis zu 27 Knoten oder 50 Stundenkilometer. Noch schnellere Ausflüge sind dann nur noch auf dem Land möglich.